zu einem neuen Vlog von mir. Ich weiß, die letzten Tage war es ein bisschen ruhiger. Das war eigentlich nicht der Sinn vom Vlogmas, aber es ist einfach außer Arbeiten überhaupt nichts passiert, was ich euch hätte aufnehmen können. Heute ist Mittwoch, heute ist mein freier Tag und ich nehme euch wieder mit und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, weil unser Sojatrink aus ist, habe ich jetzt das erste Mal versucht, mit diesem Mandeltrink zu schäumen. Mein Cappuccino. Sieht eigentlich ganz gut aus, dass das auch funktioniert. Und der ist wesentlich günstiger beim Aldi. Jetzt mache ich dann noch gleich den Geschmackstest und dann erstatte ich euch auf alle Fälle Bericht. Also optisch sieht er schon mal ganz gut aus. Es ist zwar ein bisschen weniger Schaum als mit der Barista Soja von Alpro. Aber das muss ja noch nichts heißen. So, dann machen wir auch mal den Geschmackstest für morgen. Heiß. Ja, okay, es schmeckt halt nicht wie ein richtiger Cappuccino, sondern eher wie so eine Milchhaube. So, pünktlich vor Weihnachten hat es jetzt gerade das Schneien angefangen. Jetzt schauen wir mal, ob es liegen bleibt bis zum 24. Es wäre ja schon toll, weiße Weihnachten zu haben. Aber bis jetzt ist es noch für Oberbayern total wenig, also... Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera, kann man das gar nicht erkennen, aber ihr seht es ein bisschen am Hausdach und an den Autos da vorne. Ich stelle jetzt schon mal die Kartoffeln an, weil für meinen Freund gibt es heute Abend Bratkartoffeln und dann muss ich die später nur noch schälen und kann sie dann gleich mit, also später mit ein bisschen Speck einfach anbraten. Guten Morgen, ihr Lieben, Tag 2 von meinem Vlog heute. Ich habe jetzt schon den Müll und alles zusammengeräumt, packe jetzt das Auto und werde dann zum Einkaufen fahren, zum Getränke holen fahren, danach mit den Hunden spazieren gehen und ich will später zum Baumarkt, weil irgendwie unsere Toilettenspülung läuft manchmal durch, nachdem wir sie betätigt haben und dann will ich einen Spülkastenreiniger, wenn es irgendwie sowas gibt, mal durchlaufen lassen, bevor wir das alles irgendwie an den Installateur weiterleiten, dass der irgendwie da mal schaut, welche Dichtung oder welcher Schwimmer oder sonst was einfach vom Kalk komplett defekt ist. Vielleicht reicht ja so ein Waschgang der Toilettenspülung einfach. So, genau. Das ist mein Outfit, mit dem es jetzt heute rausgeht. Ich weiß nicht, wer kennt noch diese uralten Bench-Fließjacken. Die habe ich jetzt vor kurzem rausgekramt, durchgewaschen. Und trage die eigentlich wieder voll gerne jetzt im Winter, einfach so, wenn es trocken ist, aber sehr kalt. Drunter ein Pullover von H&M, die Sporthose von H&M, weil es für mich ja auch mit den Hunden gleich rausgeht. Und die Mustang-Schuhe. So, ich bin jetzt gerade wieder daheim angekommen und habe jetzt für heute Abend schon mal diese Chicken Nuggets selbstgemachten ausgefroren. Ich kann es euch mal zeigen. Ich lege die immer in Sesam ein mit Ei. Die brate ich dann auch in der Pfanne raus. Es ist einfach nur Hühnerbrust. Und für meinen Freund gibt es ganz normale Chicken Nuggets. Diese gesunden mag der nicht. Und deswegen kriegt er ganz normale. Ich werde einen Brokkolisalat dazu machen. Und den liebt er auch und dann lassen wir das uns heute Abend schmecken. So, jetzt gehe ich Haare färben, weil mein Ansatz ist schon wieder rausgewachsen. Und ich kaufe da immer von Garnier die Farbe und das werde ich jetzt die nächste halbe Stunde machen. So, ich war jetzt gerade duschen und habe mir die Haarfarbe wieder abgewaschen, habe mir einen Hoodie angezogen von Nike und mein Freund hat jetzt gerade geschrieben, dass er noch länger in der Arbeit braucht und erst in einer Stunde oder so aus München rausfahren wird.
Jetzt habe ich entschieden, werde ich ein bisschen Yoga machen und dabei The Walking Dead fertig schauen, weil es hat er gestern Nacht noch die letzten 2 Folgen angeschaut und ich bin schon ins Bett gegangen. So, die Schlemmerfilets sind im Ofen. Und jetzt werde ich noch einen Reis aufsetzen und dann noch ein bisschen einen Tomatensalat machen dazu. So, das Essen ist jetzt fertig und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Vlog. Ciao!